Bevor ich beginne, möchte ich noch anmerken, falls ich es nicht bereits irgendwo getan habe, ich denke, dass auch Frauen zur Spezies des Menschen gehören. Daher werden sie bei mir sprachlich nicht davon ausgegrenzt. Weiter möchte ich auf dieses Thema nicht eingehen. dass jeder sein eigenes Geld schaffen kann, wie bereits im Beitrag Was ist Geld erläutert, zeigt die Existenz von Regional- oder Komplementärwährungen. Diese Währungssysteme existieren parallel zu einem nationalen Geldsystem und sind darin eingebettet. Sie existieren nicht autonom, sondern ergänzen jenes, dienen in bestimmten Situationen als Ausweichwährung. In keinem Fall hat das Regionalgeld die Rolle der nationalen Währung übernommen. Bei einigen handelt es sich um traditionelle Währungen, von welcher die Menschen einer bestimmten Region nicht lassen wollen, wie zum Beispiel das Muschelgeld auf Papua-Neuguinea. Bei den meisten Projekten dieser Art geht es darum, das Geld in der Region zu halten und regionale Anbieter zu fördern. Dadurch soll der allgemeine Wohlstand gehoben und verhindert werden, dass Geld bzw. sein Tauschwert in andere Regionen oder über nationale Grenzen hinweg abfließt. Da aber regionale Währungen mit einer übergeordneten Währung in Verbindung stehen, ist lediglich ein geringfügig höherer Aufwand erforderlich, damit das dennoch geschehen kann. Eine komplette Entkopplung ist ohnehin nicht erwünscht, weil die regionalen Händler auch Waren aus entfernten Regionen einkaufen müssen. Eine Jeans oder ein T-Shirt aus Baumwolle, meist amerikanische, wird wohl kaum vor Ort hergestellt und muss eingeführt werden. Es ist also kaum möglich, als Händler allein mit Regionalwährungen zu arbeiten. Betrachtet man die Experimente dazu, werden schnell folgende Dinge klar. Erstens, die Währungen wurden aus dem Nichts geschaffen, allein mit dem Versprechen, dass ein bestimmter Tauschwert von einer übergeordneten Währung gedeckt ist. Zweitens, es wurde dieser geschaffenen Währung ein bestimmter Tauschwert zugewiesen, ein Wert verliehen und ein Gefühl von Sicherheit suggeriert. Drittens, wären die mit diesem Regionalgeld durchgeführten Projekte ohne Tauschlogik durchgeführt und nur die erforderliche Versorgung zugesichert worden, hätten sie genauso realisiert werden können. Aber die Teilnehmer bestanden, aufgrund diverser indoktrinierter Ängste, auf der Benutzung von Geld. Viertens in der Regel wurden und werden die Regionalgelder selbst innerhalb des Gültigkeitsbereichs nicht durchgehend benutzt, sondern meist nur bei Geschäften in Verbindung mit der ausgebenden Gemeinde und einigen wenigen Teilnehmern. Es wurde schon erwähnt, die Auswirkungen des Geldes beschleunigen und intensivieren sich, mit der Anzahl der Teilnehmer an einem Geldsystem. Die Anzahl der Einwohner in Gebieten, in denen Regionalgeld verwendet wird oder verwandt wurde, ist nur ein Bruchteil der nationalen Einwohnerzahl. Und nur ein Bruchteil der Einwohner dieser Regionen haben tatsächlich dauerhaft am System des Regionalgeldes teilgenommen. Selbstverständlich sind daher die Effekte und Auswirkungen des Geldes bei Regionalgeldern deutlich sanfter als zum Beispiel in der EU. Die Europäische Union hat laut ihrer offiziellen Webseite european-union.europa.eu Stand 29.07.2023 447,7 Millionen Einwohner. Die größte Anzahl der Teilnehmer an Regionalgeld waren bzw. sind ungefähr 5000 Teilnehmer. Zudem steht hinter den regionalen Währungen regelmäßig eine Geschäftsbank, welche mit der nationalen Währung arbeitet. Und die Regionalwährung stützt, indem sie die Auswirkungen soweit notwendig ausgleicht. Das Schwundgeld Auch die Experimente des Schwundgeldes sind und waren regional begrenzt. Dienen bzw. dienten nur als Ergänzung zur nationalen Währung. Die Geldeffekte steigern sich damit auch dort extrem langsam und bleiben eher sanft, so dass puffernde Banken im Hintergrund ausreichend Zeit haben, sich auf die Bewegungen der Vermögen einzustellen. Die Idee Pierre-Joseph Proudhon, eben jener Anarchist und Silvio Gesell erkannten eine bestimmte Art des Wertverlusts der Ware und versuchten dafür einen Ausgleich zu finden. Sie orientierten sich bei diesem Wertverlust an Lebensmitteln, welche nach und nach ihren Nutzen verlieren und damit für anbietende Händler auch ihren Tauschwert. Im Vergleich dazu behält Geld seinen Tauschwert annähernd bei. Dieser Umstand ist im Beitrag Wertverlust der Ware etwas ausführlicher beschrieben. Herr Gesell kam nun auf die Idee, den Wert einzelner Elemente eines Zahlungsmittels, praktischerweise von Geldscheinen, nach einer gewissen Zeit immer wieder zu verringern, bis er komplett verfällt. Der Wörgel. Als eines der berühmtesten Beispiele gilt der Wörgel, der 13 Monate Bestand hatte, bevor er verboten wurde. Die Verwender werteten die Währung als erfolgreich. Die Webseite Fakten zum Wörgler Freigeld schreibt dazu: Während der 13,5 Monate Dauer des Geldexperiments. Dass auf Druck der Nationalbank 1933 am Behördenweg verboten wurde, ging die Arbeitslosenrate in Wörgl um 16% zurück, während sie in Österreich im selben Zeitraum um 19% anstieg. Von den 400 Arbeitslosen konnten bis zu 100 beschäftigt werden, je nach Umfang der Bauprogramme. Laut Wikipedia sank die Arbeitslosenquote in jener Zeit in Wörgl von 21 auf 15 Prozent ab. Zunächst ist zu bedenken, dass Wörgl eine Gemeinde mit heute 14.400 Einwohnern ist. Diese Zahl war 1931, in dem das Experiment begann, deutlich kleiner. Sie lag nach einem Dokument der Statistik Austria bei etwas über 400 Einwohnern. 21% Arbeitslosigkeit waren daher schnell erreicht und damit auch schnell wieder gedrückt. 20% von 1000 Menschen sind eben eine andere Menge als 20% von 100 Menschen. Wie erwähnt hat die EU derzeit rund 500 Millionen Einwohner, womit auch die Auswirkungen des Geldes, unter anderem Armut, deutlich intensiver und schneller wirksam werden als in einer dazu relativ kleinen Gemeinde von fast 15.000 Einwohnern oder den 400 Einwohnern von damals. Die Bauprogramme gingen von der Gemeinde aus und waren indirekt über die Zuschüsse von Bund und Land finanziert. Erst vor Ort wurden die 8500 Schilling teilweise in Wörglsche Regionalwährung, genannt Arbeitsbestätigungsscheine, gewandelt und eben nicht als Buchgeld, sondern als Bargeld ausgegeben. Händler vor Ort arbeiteten mit dieser Währung anscheinend in weit geringerem Maße, wenn überhaupt als die Gemeinde selbst. Eine Umwechslungsgebühr von 2% sollte verhindern, dass die Arbeitsbestätigungsscheine sofort wieder in Schilling zurückgetauscht wurden. Da Händler jedoch Waren aus anderen Regionen einführen mussten, war aber eine Umwandlung in Schilling ohnehin erforderlich. Diese mussten also auch mit Schilling rechnen. Laut Wikipedia nahmen die Investitionsausgaben der Gemeinde um 220 Prozent zu. Über Investitionsausgaben der ortsansässigen Unternehmen oder Unternehmen angrenzender Regionen ist nichts bekannt dass diese keine Investitionen tätigten, erscheint im Angesicht hoher Schulden zunächst plausibel. Bekannt sind somit allein die Ausgaben der Gemeinde, welche ja Geld vom Bund als Schilling erhielt und dieses anschließend in Wörgel bzw. Arbeitsbestätigungsscheine tauschte. Rhetorische Frage was wäre gewesen, wenn die Einwohner von Wörgl gesagt hätten, der Wörgl ist Schilling gedeckt, wie kann der Wörgl was wert sein, wenn der Schilling auch nichts wert ist? Dafür arbeite ich nicht. Hätte sich das überhaupt jemand angesichts der wirtschaftlichen Situation 1931 zu sagen getraut, oder waren sie froh, um jede Möglichkeit sich doch endlich wieder versorgen zu können? Schließlich bestand ein gewaltiger Anschaffungsstau in allen Bereichen und Belangen. Die Gemeinde selbst, wie die Bewohner, waren teils hoch verschuldet. An Sparen, worauf das Schwundgeld abzielt, war in dieser Zeit ohnehin nicht zu denken. Noch bevor die Effekte dieses Geldsystems spürbar werden konnten, wurde das Geld verboten und das Experiment eingestellt. Der Chiemgauer Dieses Schwundgeld wurde 2008 offiziell in einer Region um den Chiemsee eingeführt. Das Geldsystem hat ungefähr 5000 Teilnehmer, was der Mitgliederzahl des Trägervereins entspricht. Die Mitgliedschaft ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die teilnehmenden Landkreise Rosenheim und Traunstein haben zusammen eine Einwohnerzahl von 480.000 Einwohnern. Wir stellen die Zahlen noch einmal gegenüber. 480.000 Einwohner gegenüber 5.000 Teilnehmern. Wikipedia schreibt: Um beim Chiemgauer mitmachen zu können, werden alle Nutzer des Regiogeldes, also Verbraucher, Unternehmen, Vereine, Kommunen und sonstige Partner, Mitglied beim Trägerverein. Die Mitgliedschaft dient zur rechtlichen Abgrenzung gegenüber dem gesetzlichen Zahlungsmittel und zur Anwendung der vereinsinternen Regeln. Die Idee dahinter ist eine direkt-demokratische Selbstverwaltung der Initiative. Anmerkung des Autors Wikipedia ist keine verlässliche Quelle, aber eine schnelle. Auch der Chiemgauer steht nicht für sich allein. Wikipedia schreibt weiter. Die Chiemgauer Initiative kooperiert bei der Kontoführung und der Zahlungsabwicklung mit regionalen und ethisch-ökologisch orientierten Banken. Chiemgauer können von Verbrauchern mit einem Wert von 1 zu 1 gegen Euro gekauft, jedoch nur gegen eine Gebühr in Höhe von 5% als Regionalbeitrag in Euro zurückgetauscht werden. Von den 5%, also 5 Cent pro Euro, Anmerkung des Autors, gehen 60% an einen gemeinnützigen Verein. Welcher Verein gefördert wird, bestimmt derjenige, der Euro in Regiogeld einwechselt. Die verbleibenden 40% dienen der Kostendeckung des Herausgebers. Auch bei Wikipedia wird nicht geklärt, wohin der Überschuss fließt, der durch den Chiemgauer erwirtschaftet wird. Der Überfluss ist nicht identisch mit den 60% der Wechselgebühr. Da der Chiemgauer mit einem verhältnismäßig geringen Abschlag von 5%, also 5 Cent pro Euro, wieder zurückgetauscht werden kann, dient der Euro weiterhin als Wertspeicher. Damit kann sich monetär messbares Vermögen wie bisher in wenigen Händen sammeln. An den Prinzipien der Geldlogik ändert sich nichts. Richtig, die Umlaufgeschwindigkeit ist deutlich erhöht, die Umsätze sind nicht nur wertmäßig, sondern vermutlich auch zahlenmäßig, laut Wikipedia, deutlich gestiegen. Doch immer zu bedenken ist, dass eine erhöhte Nachfrage und ohne die künstlich geschaffene Angst vor Wertverlust auch zu erhöhten Preisen führt und auch zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch. Nicht umsonst stellen sich einige Fachleute der Wirtschaftswissenschaften die Frage, ist permanentes Wachstum wirklich unabdingbar? Im nächsten Teil gehe ich auf das Schwundgeld näher ein.